Oder kam Akka damit her? Ach, egal. Gehen wir hier rum raus. Den beiden hinterher. Ach, das sind schon wieder meine Lieblingsversierten. Ich hasse diese Unversierten, ey. Also diese Sorte hier. Sonst ist es halt immer ganz lustig, sich mit denen zu betteln, da hinten ist noch. Nein, ich habe mich gar nicht angeguckt in dem Moment. Aber es versiert, glaube ich, immer nur den... Also den Unversierten, an der in nächster Schnee steht. Zumindest eine Erklärung. Immer diese Vögel, die so weit oben fliegen, ey, das ist schlimm. Och, Leute. Geht doch. Und da ist nämlich auch eine Truhe. Die hätte ich nämlich sonst auch wieder übersehen, wenn ich nicht, jetzt nicht lang gelaufen wäre. Zwei sogar. Blitzra. Oh. Und eine Krone ist hier, aber da komme ich auch nicht ran. Unten. Warum die spawnen? Offenbar macht die Höhe keinen Unterschied aus. Sondern nur halt quasi die Distanz in zweidimensional. Supertrank. EP-Teiler wäre auch was Feines. Ich weiß, die Anspielungen auf Pokémon können nerven, aber sie sind ja irgendwo berechtigt, oder? Leute, sag doch mal, was sind die berechtigt oder nicht? Und konnte man das nicht einfach bei Potion belassen? Die ist noch in Kingdom Hearts 1 auch so, in Kingdom Hearts 2. Naja. Muss man sich nicht weiter fragen oder wundern. Die haben halt alle ihren eigenen Kopf, die Entwickler. Und die Übersetzer vor allem. Das gibt es doch nicht, Mann, Leute. Gut, weg hier. Stufe 13, Attacke gestiegen, Abwehr gestiegen. Das ist super, alles. Bin ich hoch gelevelt? Für das Spiel jetzt gerade? Ich weiß nicht, ich habe so lange nicht mehr gespielt, dass ich da so ein bisschen. Dass ich da so ein bisschen den Bezug zu verloren habe, was da hoch ist, was nicht. Oh, just as I said it would happen, here's the third one. That book is almost more trouble than it's worth. Say no more. The book you need to awaken the powers within you is just inside. Read to your heart's content, my dear.
us were here? Offenbar. An die Krone komme ich aber. Jawoll. Ein Mokri. So. Wir kaufen uns die Kommandos, die weiter unten sind. Wieder zum Beispiel. Können wir eigentlich zweimal gebrauchen. So, was können wir sonst noch kaufen? Oh, Aero holen wir uns. Und jetzt haben wir leider schon kein Geld mehr. Aber wir können was wieder, also wir können wieder richtig fein was machen hier mit den Kommandodecks. Weil Feuer ist voll, also packen wir Feuer rein. Wir können auch schon mal wieder was Feines fusionieren, oder? Blitz und Antigravra, nee. Was Spannenderes. Schwertwurf, das ist unbekannt. Oh, oh, oh. Was haben wir denn ganz oft? Freundenkristall haben wir zweimal, dann benutze ich davon einfach ein. Betäubungsklingel, schauen wir, das ist doch auch was. So, was können wir noch fusionieren? Feurer und Antigraf. Nehmen wir einen Energiekristall. Luftkombo Plus und Minenfeld. Auch eine feine Angelegenheit, ehrlich gesagt. Wir können auch Schwertfall und Eisra offenbar fusionieren. Nehmen wir dort einen Kraftkristall mal rein. Eisklinge und Kombo Meister nochmal. Ah. Okay. Leider nicht ganz so, wie ich das erhofft hatte, aber wir können mal gucken, ob wir irgendwas Gutes haben zum Verkaufen. Rachesturz würde extrem viel Kohle bringen. Dann benutzen wir Tränke. So, davon können wir wieder ein bisschen was kaufen, nämlich nochmal ein Feuer, nochmal ein Eis, nochmal ein Vita, nehmen wir nochmal ein Eis und ein Feuer. So, und jetzt müssten wir ein paar Kommandos haben später fürs Fusionieren schon ordentlich was. Fontänenplatz. Bin ich gerade zurückgegangen? Ja, ich glaube, ich bin gerade zurückgegangen. Hahaha. Wenn man die Orientierung auch noch verliert, ey, super. Ventus mentioned. Ah, yes. Ventus. Tell me something. Has he learned to put up a decent fight yet? What do you mean? I'll be asking the questions. And why shouldn't I? After all, between the two of us, I'm the only one who will walk away from here alive. Yes, again! Oh. Ganz schön starke Worte für einen, der sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Warum eigentlich? Ist er ein Super, ist er ein Superschurke? Man kennt sowieso nicht sein Gesicht. Aber es ist, glaube ich, eher für den Spieler, dass er spannend ist oder spannend sein soll, wer sich hinter der Maske verbirgt. Too slow.
Nix da. Wegen too slow. Eine nicht fahrende Mutter ist too slow. Meine Güte. Meine Güte, okay. Vanitas, du wirst mich nicht erledigen. Wo bist du? Da. Oh. Komm her. Gemacht bringt, glaube ich, leider bei ihm noch nichts. Zu schnell. Schade. Um auf schnell sicher zu gehen. Aber wer ist eigentlich mit einem D-Link jetzt zu Mickey? Der wird sich freuen, wenn wir den zusammen erledigen können. Das hat Mickey ja schon mal gemacht. Ventus, das ist gar nicht so lange her. Du kannst nichts gegen uns ausrichten. Vanitas, ich geb dir. Nein, ich geb dir keine Möglichkeit aufzugeben. Dafür hast du eigentlich schon zu viel falsch gemacht in deinem Leben. Meine Güte. Der bewegt sich aber auch, der Ampelmann, ey. Eieiei, war nicht das. Das ist echt spannend, ey. Dummer Junge, ey. Wie oft ist er jetzt in meine Falle getappt? Vanitas, ich will ja nichts sagen, aber du bist gleich erledigt. Und zwar ziemlich genau jetzt! Deckgröße gestiegen und Vanitas ist erledigt, eliminiert. Hasta la vista, Vanitas. Oder so ähnlich. Who are you? Not bad at all. Congratulations. I'll keep you around. Never hurts to have a backup.
I have to stop him before anything else happens to Terra and Ven. Aqua! Ven! Were you able to find him? Yeah, but he's gone. Right. Then I can't stay here. Let me go with you, Aqua. No, Ven. Do as I say and go home. Why won't you let me? I don't want to put you in harm's way. You understand? So, das war's von Aqua in Radiant Garden. Ich glaube, das nächste Mal gehen wir zuerst mal nach Disneystadt. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, Leute.